Hallo und willkommen, ich bin MK3 und wie ihr seht, es ist natürlich nochmal Zeit für Azulane. Und wie ihr seht, wir haben ein neues Event am Start und insgesamt 7 neue Schiffe, sofern ich mich nicht verzählt habe. Lass uns direkt mal reinspringen. Ich weise an dieser Stelle kurz darauf hin, dass ihr natürlich unter dem Video auch gewisse Links finden werdet, falls ihr an gewisse Ecken des Videos springen wollt, falls euch nur bestimmte Punkte hieraus interessieren. Aber gut, fangen wir erstmal an mit den Neuigkeiten. Und dafür müsst ihr eigentlich schon direkt wieder ins Wiki springen. Und danach werfen wir einen Blick auf das Event und natürlich gucken wir uns ausführlich an, was die neuen Schiffe so können. Nicht wahr? Auch im Wiki wieder. Und gegen Ende gucken wir uns diese großartigen Skins an, die natürlich mit dem Event aufgeschlagen sind. Und wie ich schon meinte, wir fangen am besten erstmal mit den Sachen, die neu aufgeschlagen sind. Deswegen sind wir bei Recent News, was wir schon länger nicht mehr gesehen haben. Hier sind schon mal die neuen Schiffe, kurz in Übersicht. Ja, hier sind 6 Stück neu an der Zahl. Allerdings, wenn wir besonders scrollen, sehen wir noch hier einen Chat-Dran, den wir freischalten gehen können. Wir haben neue Cruise-Mission erhalten, in dem Zusammenhang nämlich Trentometer ist da. Neues Schiff ausgezeichnet. Und genau, das wollte ich mich darauf hinweisen. Alabama, L&M Summer, Baltimore, Birmingham als auch wie war, Stephen Potter sind jetzt permanent verfügbar in den Baupools jeweils. Und neben diversen Goodies, wie zum Beispiel wieder diverse Möbelstücke und so weiter und so fort, haben wir natürlich hier unten gegen Ende noch System Optimization. Und das Problem ist, meistens steht hier wirklich nur, wer sie haben was optimisiert. Ja, und dass es woanders gesaved wird. Zum Beispiel hier bei Vias Azuma, San Diego, Retrofit und Plymouth und so weiter und so weiter und so weiter hätten jetzt, Dynamic Art has been optimized, weil wie auch immer ich mir das jetzt vorstellen muss. Und natürlich hier unten noch sowas, wie war das? Brickwet, schlag mich tot. Also dieses Teil hier braucht jetzt mehr Pläne, damit man es bauen kann. Weiß ich nicht, ob das so eine tolle Sache ist, aber lass uns mal gerade so stehen. Nun geht's aber zu der Eventübersicht weiter, direkt nämlich mit diesem Aquilifers Ballade ist ja aufgeschlagen. Dauert noch bis zum 10.8., ist also noch durchaus ein paar Tage hin. Wie wir schon sehen, hier Roma ist ja einer der neuen Schiffe und wir sammeln eben hier Ressourcen auf einer Eventkarte, um in gewissen Shop weitere Sachen freizuschalten. Werden wir gleich noch auf jeden Fall uns auch ansehen. Weiter geht's natürlich mit dem obligatorischen Punktesammeln selbst. Denn wenn wir 10.000 Punkte gesammelt hätten, scrollen wir kurz bis runter, schalten wir eins dieser 6 neuen Schiffe auch frei. Du hast ja aber absolut tollen Namen in dem Zusammenhang. Mann, wie gut das ein Event ist wieder, wo ich die Hälfte der Schiffe nicht aussprechen kann. Ein Login-Bonus gab es, der ein bisschen mich irritiert hat, ganz ehrlich gesagt, weil wir konnten uns diesen Limited-Skin kurzweilig ausleihen für Taiho. Wir können uns diesen Skin aber, wie wir danach feststellen werden, jetzt immer noch ausleihen gegen so einen Ausleihgutschein. Wo ich mich frage, ein bisschen wie, es wäre sinniger gewesen, wenn hier das nicht der Skin gewesen wäre, sondern das Schiff selbst. Hätte ich jetzt gesagt, für alle Spieler. Einfach mal so Taiho mal rausschieben und sagen, hey übrigens, da hinten gibt es einen tollen Skin. Wie ich schon meinte, es gibt eben eine neue Cruise-Mission. Und wir können auch gerade hier sehen, es gibt einen Skin, den wir abstauben gehen könnten, sofern wir Geld ausgeben. Nämlich in dem Falle wäre es für, ich muss es ableben, Kitakase kriegt jetzt eben diesen Skin. Und dann gibt es halt noch diverse Gems, die wir, wenn wir Geld ausgeben wollen würden, bekommen. Was ich damit meine, ist relativ einfach, weil standardmäßig, wie immer hätte ich fast gesagt, bei diversen Gacha-Spielen gibt es ja diese, ich sag jetzt mal, Battle Pass im weitesten Sinne. Wie immer bei dem Battle Pass, die erste Zeile schalten wir so frei, da brauchen wir kein Geld für auszugeben. Diese zweite Zeile jedoch, dafür müssten wir echt Geld bezahlen. Und ab Level 30 bekommen wir eben auch diesen Skin. Natürlich geht die ganze Kramgeschichte ein bisschen weiter und neben weiteren Kopien für Trentometer gibt es natürlich noch diverse andere Goodies, die wir auch auf jeder Seite vor allem abstauben gehen können, die in Umständen hilfreich sein würden. Ganz im Ernst, vor allem zwischendurch so Echtgeldressource. Und da gibt es auf jeden Fall einiges. Wie gesagt, das geht ganz bis runter bis Level 100. Und wir müssen einfach nur diese Missionen abschließen und jede Woche kommen neue Missionen dazu. Das heißt, man, es ist eigentlich super einfach, die Sache abzuschließen. Man muss eigentlich gar nichts Spezifisches tun, man muss einfach nur das Spiel spielen. Und der Rest kommt nahezu wirklich von selbst. Dummerweise benutze ich Kitakase für gar nichts, deswegen würde ich sagen, für mich, ich bin da ein bisschen raus diesmal, aber Trento freischalten, in jedem Fall, würde ich mal sagen, wenn ihr dann herausfindet, was ihr alles Tolles kann. Call to Arms, ihr habt diesen, wie ich schon meinte, wir können halt so einen Chatrahmen freischalten, wenn wir eben die neuen Schiffe alle nur kriegen und sie eben maximal Limit breaken, ja, also alle Sterne ausfüllen.
Ohne natürlich, falls wir das bei dem einen oder anderen Schiff nicht hinkriegen sollten, dann müssten wir eben mit diesen Schiffen losziehen und gewisse Level erfolgreich abschließen, ohne dass die dabei hops gehen. Und da gibt es eben auch dafür gewisse Punkte eben hierbei. Mhm. Und ich gucke gerade die ganzen anderen Sachen so durch. Ich glaube, den Rest hatte ich alles schon erwähnt. Und hier unten sehen wir natürlich, wir haben Möglichkeiten, Skins auszuleihen. Wir können ja gleich schon mal einen kurzen Blick drauf schmeißen. Wir haben natürlich für Roma einen neuen Skin, L2D. Wir haben auch einen Skin für Giuseppe Garibaldi. Nicht L2D. Und wie gesagt, den Tyro-Skin, den wir uns auch nochmal ausleihen können. Und jetzt werfen wir einen kurzen Blick auf die Eventkarte. Wie immer, wir kämpfen uns von A1 nach A3 durch. Dann geht die Sache weiter von B1 nach B3. B3 solltet ihr auf jeden Fall mindestens einmal am Tag wiederholen, weil da gibt es dreifach Punkte raus. Solltet man auf jeden Fall mitnehmen. Und vor allem, ihr schließt auch erst dann die Story wirklich komplett ab. Weil meistens muss man, selbst mit 3 Sternen, muss man noch ein paar Mal hier reinlaufen, damit man die Story wirklich komplett freischaltet. Danach geht der ganze Kram im Hard-Modus weiter. Und wenn ihr den fertig habt, geht es weiter im SP-Modus, wo es die meisten Punkte einmal am Tag gibt, nämlich 800 an der Zahl. Und wenn ihr das Ganze getan habt, könnt ihr losmarschieren und die ganzen Punkte hier ausgeben. Ja, wie oft hätte ich jetzt fast gesagt. Was gut ist, Giuseppe Garibaldi können wir auch hier raus erhalten. 5-mal an der Zahl empfehle ich das. Nicht wirklich, ich würde tatsächlich ein bisschen länger vor mich hingimpen und auf anderem Wege versuchen, dieses Schiff zu kriegen. Und erst wenn alle Stricke reißen, kann man sagen, okay, 8000 Punkte, zumindest für eine Kopie, gibt man dann hier mal gerade aus. Ansonsten wie immer Möglichkeiten, Gearboxen eben mitzunehmen. Okay. Und, oh ja, hier, das Wichtigste für mich hier, Cognitive Arrays, nicht die Chips, weil davon habe ich viel zu viele schon. Und der Rest dementsprechend, was ihr mögt. Ja. Und da wäre ich auch im Biggie aufgeschlagen zu Lucifer's Call. Oh wait, das ist ein falsches Spiel. Aber ja, zu Aquilifers Ballade. Wunderbar. Sehr schön, sehr schön. Und hier haben wir eigentlich alles, was wir wissen müssen, steht hier offensichtlich beschrieben. Und das Gute ist auch hier, sehen wir vor allem die Übersicht der Schiffe selbst. Ich habe zwar eigentlich schon darauf hingewiesen, aber lasst uns nur ganz kurz gucken gehen, wo wir vor allem gewisse Schiffe auch farmen gehen können. Denn einmal kurz über das hier rüberziehen ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt. Denn wie ich schon meinte, hier vorne mit der Punktesammlerei, B3 einmal am Tag bringt 240 Punkte, D3 180 und die Spezialmission einmal am Tag eben 800. Und sie hier, Giuseppe Garibaldi, droppt eben bei B3, D3 und bei der Spezialmission natürlich nur da, wo der Boss hantiert. Da muss ich nämlich nicht gleich runterscrollen. So, sie droppt also auf der Karte, wo wir gerade gesehen haben. Sie droppt in Anführungsstrichen im Eventshop. Oder wir können sie mit 0,5% Chance bauen. Dann Leonardo da Vinci mit einer 2% Chance wird sie gebaut. Roma mit einer 2% Chance. Alfredo Oranje wird mit 2,5% gebaut. Bolzano wird mit 2,5% gebaut. Witzigerweise habe ich von ihr sehr viel mal mehr schon gebaut, weil von ihr habe ich noch bis jetzt 0, 0, nada, nichts. Aber wie dem auch sei. Und jetzt danach, wo ich absolut verzweifelt dran werde. Emanuele Pesac. Ich gebe es auf. Sie auf jeden Fall gibt es ja für die 10.000 Punkte. Gut, gehen wir jetzt mal ins Detail. Nämlich mit Giuseppe Garibaldi. In dem Fall leichter Kreuzer vom Sardinia Empire. Hat eine coole Optik. Vor allem, man kann sie erkennen und man muss sie nicht irgendwie suchen im Bild. Und lass uns gucken, was die Skills sind. Beziehungsweise halt, leichter Kreuzer, für mich wichtig. Ausweichchancen von 113 ist nicht wahnsinnig gut. Gegen Vergleich zu anderen Schiffen, die sehr darauf erpicht sind, auszuweichen, ist halt eher, nicht, ich würde sagen, nicht schlecht, aber auf jeden Fall nicht mehr im guten Bereich, sagen wir mal gerade so. Wow, da haben wir viele Skills hier aber auch am Start. Die erste Skill wäre nämlich Halo of Fervor. Für die ersten 60 Sekunden hat sie Bonus auf Feuerkraft, Torpedoangriffswert und dem Nachladewert, und zwar von bis zu 15%. Und nach 3 Sekunden haut sie Special Barrage raus. Schaden richtet sich wie immer nach der Skillstufe. Und alle 20 Sekunden haut sie mit einer 70% Chance diese Special Barrage auch nochmal raus. Cool, 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 cool. Aber muss fairerweise dazu sagen, gerade die 60-Sekunden-Marke, beim Ernst, es gibt viele Kämpfe, die lange vorher vorbei sind, deswegen ist das schon nicht verkehrt. Nicht verkehrt. Obwohl ich generell von so zeitlimitierten Bonusgeschichten nicht der größte Fan bin. Dann hätten wir Easygoing Composure. Dieses Schiff richtet gegen Zerstörer und leichte Kreuzer 15% mehr Schaden an. Mhm. 20 Sekunden nach Beginn des Kampfes wird die Nachladezeit von Torpedos einmalig um 20 Sekunden reduziert. Und das Schiff verliert 8 Geschwindigkeit und der Schaden, den es erleidet, wird auch reduziert um 6%.
Aha. Aber dafür wird eben jeglicher Schaden von dem Schiff um 15% erhöht und das dauert bis zum Ende des Kampfes. Als ob der irgendwie Luft ausgeht nach 20 Sekunden und sagt dann, na, ich bin jetzt, boah, ich bin zwar jetzt langsamer, aber ich tue ein bisschen mehr auspacken. Ihr drittes Skill wäre Knock It Off. Der Schaden durch panzerbrechende Munition auf dieses Schiff wird um bis zu 20% reduziert. Jedes Mal, wenn dieses Schiff Schaden kriegen sollte, haben wir eine 15% Chance, zwei Schilde zu generieren. Jedes dieser Schilde kann bis zu zwei Torpedos blocken und halten bis zu 10 Sekunden. Ja, das heißt in Worten, das sehen wir nicht allzu oft. Also zwischendurch haben wir auf jeden Fall eine Zeit, wo das nicht aktiviert werden kann. Wenn dieses Schiff unter 30% ihrer maximalen Lebenspunkte fällt, heilt sie sich um bis zu 10% ihrer maximalen Lebenspunkte. Und das kann natürlich nur im Kampf ein einziges Mal auftreten. Trotzdem ist es nicht schlecht, wenn man sowas hat, ganz ehrlich gesagt. So 10% können zwischendurch der Unterschied sein zwischen untergehen und dann auch gewinnen. Und zuletzt haben wir noch ein All-Out Assault. Allerdings steht hier unten noch so ein Extrasatz mit bei. Wenn zu Beginn des Kampfes drei oder mehr Sardinia-Schiffe in der Flotte wären, feuert sie sofort diese Barrage raus. Ja, so ein First Strike, wenn man so will. Wobei, mal ernst, ein paar von den Sachen hört sich fast an wie Sachen fürs PvP. Gerade die Geschichte mit den 60 Sekunden, weil in der Regel sind PvP-Kämpfe kürzer. Und ja, okay, mehr habe ich dazu nicht zu sagen. Wann kämen wir zum U-Boot? Leonardo oder Vinci in dem Falle? Coole Optik hier, coole Optik, kann man ja anders sagen. Und was haben wir an Skills? Der erste wäre Equipment Level Upper. Erhöht von diesem Schiff den Torpedoangriffswert und die Treffergenauigkeit um bis zu 10% und der Schaden gegen leichte Panzerung wird um bis zu 15% erhöht. Sollte jedoch auf diesem Schiff was vom Sardinia Empire an Gear equipped worden sein, wird von diesem Schiff der Torpedoangriffswert und die Treffergenauigkeit um bis zu weiteren 10% erhöht. Wow, und sie hat eigentlich schon einen relativ guten Torpedoangriffswert, wie ich eben sehen konnte. Das ist nicht verkehrt. Dummerweise haben wir jetzt nicht so Mördermengen an Sardinia Empire U-Booten, aber trotzdem ist das nicht schlecht. Und die zweite Skill wäre Gedem Kanguro. 3 Sekunden nach Beginn des Kampfes hört dieses Schiff auf, sich zu bewegen und beschwört eben Kanguro. Und Kanguro bewegt sich eben vorwärts und würde eben einen gewissen Abstand Seeminen austeilen. Und Seeminen tun eben Flooding Damage hervorrufen bei Gegnern, die es eben berühren. Das macht Sinn bei Minen. Und das ist eben kontinuierlich auftretender Schaden 24 Sekunden lang. Und der Schaden hierbei richtet sich nach dem Torpedo-Angriffswert. Wow. Allerdings kann das nicht stacken. Also wir können das nicht mehrfach auf ein Ziel draufhauen. Aber da der Angriffswert eh schon hoch ist, das ist gar nicht unbedingt schlecht. Ah ja, und danach tut übrigens Kanguro sich wieder zurückbewegen zu dem Schiff. Und wenn eben das Schiff Kanguro aufgesammelt hat, bewegt sie sich wieder und feuert eine Special Barrage ab. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Jetzt hätte ich doch mal gerne gewusst, wie das aussieht, ganz ehrlich gesagt. Und der dritte Skill wäre Open Ocean Support. Erhöht von diesem Schiff den Sauerstoffvorrat um bis zu 20 und einmal während er ins Einsatz ist, sofern dieses Schiff noch am Leben ist, kann eben Submarine Support angefordert werden von der Flotte, die sie sich außerhalb von dem Bereich aufhält, wo normalerweise U-Boote hantieren dürfen. Dieser Submarine Fleets ASR-Geschichte kam da. Sie erinnert mich gerade mit dem Skill an ein gewisses anderes deutsches U-Boot, was auch gerne allein unterwegs ist, fällt mir gerade ein. Ansonsten haben wir noch ein All Out Assault, der, so wie es aussieht, aber standardmäßig hantiert hier. Okay, cool. Also wenn das hier zusätzlich zur Torpedos ist, nur mal gerade, dann könnte sie ja wirklich nach ein U-Boot-Armee sein quasi, weil dann heißt man, sind zwei, mit einem U-Boot hat man ja dann zwei Möglichkeiten Schaden zu machen, sofern sie noch mit Torpedos schießt. Viel zu viele Fragen, muss ich ausprobieren. Und dann kämen wir zum Battleship Roma. Hatte tolle Optik, gehen wir direkt auf die Skills ein. Und sie hat tatsächlich schon 3 Skills. Du als Covergirl, hätte ich gesagt, müsstest mehr haben, aber was soll's. Erster Skill wäre Inheritor's Will. Wenn dieses Schiff die Hauptgeschütze abfeuert, haben wir bis zu 75% Chance, eine Special Barrage auszuführen. Der Schaden richtet sich eben nach der Skillstufe. Sollte jedoch diese Barrage nicht aktiviert werden, dann wird von der Salve der Schaden um bis zu 20% erhöht und Gegner, die getroffen werden, um bis zu 30% verlangsamt für die nächsten 5 Sekunden. Allerdings kann das nicht stacken. Ja, ist okay. Ist trotzdem fein. Alles in allem gesehen. Mehr Schaden und verlangsamen Gegner. Ja, wenn der Special Barrage nicht kommt. Ist schon cool. Gerade bei Bosskämpfen kann ich mir das sehr nice vorstellen. Weil die meisten Barrages bei Bosskämpfen nicht der allergrößte Kracher sind. Mit wenigen Ausnahmen. Und jetzt muss es gewähren, Vini, Vidi, Vicky,
Wissi? Warte mal. War das nicht sowas wie ich kam, sah und siegte oder irgend so eine Geschichte? Wer weiß. Aber ansonsten haben wir für dieses Schiff eben einen Bonus von Feuerkraft und Treffergenauigkeit von bis zu 15%. Mhm. Wenn der Kampf beginnt und dann nach alle 20 Sekunden haut sie einen Sonar-Scan raus, was U-Boote aufdeckt für die nächsten 8 Sekunden. Alle 10 Sekunden und jedes Mal, wenn dieses Schiff eben Gegner versenken sollte, wird von diesem Schiff die Crit-Chance und der Crit-Schaden um bis zu 5% erhöht und das deckt auch noch bis zu 3 Mal. Das heißt, von Worten, nach spätestens 30 Sekunden haben wir plus 15% Crit-Chance und Schaden. Ja, das ist nice. Das ist, ja. Ich sehe schon, wie dass ich da gewisse Munition reintun muss, wegen Crit-Schaden ausnutzen. Und die letzte Skill wäre Exalted Light. Der Schaden von gegnerischen Torpedos wird um bis zu 8% reduziert, solange sie eben am Leben ist, also gilt das wahrscheinlich flottenweise. Und sollten 3 oder mehr Sardinia Empire Schiffe in der gleichen Flotte mit ihr unterwegs sein, wird die Nachladezeit des ersten Schusses um 30% reduziert. Ja, ich meine, der Torpedo-Wert ist cool, der erste Schuss vorher rausjagen ist so ein bisschen wie, sag ich mal dazu. Komisch, warum auch immer, drängt sich mir fast schon irgendwie so ein bisschen das Gefühl auf, dass ein paar von den Skills wirklich ein bisschen mehr Richtung PvP gedacht sind. Weil das hier ist für normale Kämpfe oder normale Klamotten eigentlich irrelevant, allerdings für PvP sieht die Sache vollkommen anders aus. Dann kommen wir zu Alfredo Ranje. Zerstörer Sardinia Empire, Wunderbärchen. Hast du Ausweichen? Oh Gott, du hast 275 Ausweichen? Da bist du schon an der oberen Grenze wieder am Rumtouren. Du bist auf jeden Fall, wenn es unbedingt sein muss, kannst du wahnsinnig gut ausweichen, / tanken also. Das ist sehr gut zu wissen. Du hältst auch nicht besonders viel aus. Aber ich glaube, das ist normal in dem Zusammenhang. Also gut, du bist also wieder schon mal ein Ausweichschiff. Mal gucken, ob du Skills hast, die das irgendwie gut supporten. Erste Skill wäre Frontline Scoop. Wenn dieses Schiff an der vordersten Front der Vanguard sich aufhält, dann wird der Schaden gegen dieses Schiff um bis zu 10% reduziert. 10 Sekunden nach Beginn des Kampfes haben wir eine 40% Chance, und dann auch übrigens alle 20 Sekunden, dass wir eine Flare rausjagen, die 10 Sekunden hält. Und Gegner werden übrigens bevorzugt, die eher ein bisschen dichter dran sind, wegen dem Bewerfen. Und der Effekt der Flare wäre eben, dass die Ausweichchance von den Gegnern reduziert wird. Und zwar von den Gegnern Reichweite um bis zu 25%. Und sie richtet übrigens bis zu 15% mehr Schaden an gegen Gegner, die eben diese Flare-Effekt drauf haben. Okay, cool. Sie kann also nicht nur gut vorne tanken, sondern sie macht auch noch Gegner schlechter, dass andere sie besser treffen können. Das ist schon sehr nice. Ich wollte gerade sagen Paparazzi, aber da steht er nicht. Paparazas Retreat. Alle 20 Sekunden nach Beginn des Kampfes wird von diesem Schiff der Ausweichwert bis zu 15% erhöht für 5 Sekunden. Und einmal im Kampf sollte dieses Schiff oder ein Sardinia-Schiff eben aus der Vanguard unter 30% der maximalen Lebenspunkte fallen. Infolge von Schaden haut es ein Smokescreen raus, der 5 Sekunden lang hält. Und man hat eben Bonus von 40% Bonus auf Ausweichchance innerhalb von diesem Rauchfeld. Das stackt natürlich nicht mit anderen Smokescreens, macht Sinn. Ansonsten haben wir noch ein All-Out Assault. Mensch, sie kommt wahrscheinlich auf ungeahnte Höhen mit der Idee des Ausweichens, weil sie hat eh schon fast 300 Ausweichen, kann eben im Notfall auch mal so eine Rauchbombe rausjagen und kriegt 10% weniger Schaden. Und kriegt zwischendurch schon mal 15% E-Nummer obendrauf. Und dann können wir noch Equipment auf das Schiff schmeißen, um noch besser auszuweichen oder mehr auszuhalten. Ich wäre fast geneigt zu sagen, Lebenspunkte ein bisschen mehr haben wäre fast wichtiger. Wobei die meisten Gegenstände, die Bonus auf Ausweichen geben, geben ja teilweise auch ein bisschen Lebenspunkte dabei. Ja, ich sehe schon. Da kann man was bauen. Da kann man was Fieses mit bauen, würde ich mal sagen. Dann gehen wir zu Bolzano. Heavy Cruiser Sardinia Empire, die ich bis jetzt noch nicht einmal gezogen habe. Bedauerlicherweise, ganz ehrlich gesagt. Gucken wir uns gleich die Skills, wobei ganz kurz gucken. Heavy Cruiser muss nicht super ausweichen können, aber 72 als Heavy Cruiser ist nicht wirklich verkehrt. 4500 Lebenspunkte auf maximaler Stufe. Geht. Nicht super, aber geht, würde ich mal sagen. Mensch, das sind mal übersichtliche Skills. Jetzt ärgert es mich noch mehr, dass ich dich nicht gekriegt habe bis jetzt. Und zwar erstes Skill, nämlich Fleet-Footed Firing. Sie bekommt 20% weniger Schaden durch panzerbrechende Munition. Und wenn sie eben ihr Hauptgeschütz abfeuert, gibt es einen Bonus auf die Ausweichchance und zwar um bis zu 15%, allerdings nur für 2 Sekunden. Ist trotzdem nice to have, sagen wir mal so. Und dann bei Full Firepower. Alle 20 Sekunden haben wir eine 60% Chance, die Feuerkraft des Schiffs um bis zu 40% zu erhöhen für die nächsten 10 Sekunden.
ist offensichtlich, was passieren soll. Also ist aber noch ein All-Out-Assault. Hm, so ballert um sich. Mal ernst, mit Ausnahme des ersten Skills, der einfach sagt, dass er besser am Leben bleibt, hier die beiden Sachen zusammen finde ich immer ziemlich cool, weil Full Firepower sieht man witzigerweise nicht so wahnsinnig oft gerade bei Heavy Cruiser. So meistens komischerweise bei Leichten und bei Zerstörer, wo ich immer denke dann, ja, das ist schön, dass du es kriegst. Aber sie hat natürlich ein bisschen mehr Feuerkraft, damit man auch ein bisschen was damit anfangen kann. Und das Schiff mit dem unaussprechlichen Namen. Wir nennen dich jetzt... Du halt. Du bist halt der Zerstörer hier. Jetzt bin ich aber gespannt, ob du irgendwas anderes tust. Du hast eine Auswahlchance, immerhin, von 269. Das ist ziemlich gut. Lebenspunkte sahst du auch wie ein Schwesterschiff aus. Die Angriffskraft ist nicht wahnsinnig hoch, genauso wie bei dem anderen Schiff. Aber ihr seid wahrscheinlich eher Schiffe, die einfach am Leben bleiben sollen. Was sagen die Skills? Kürzer würde ich sagen. Lookouts Courage. Jedes Mal, wenn dieses Schiff Schaden kriegen sollte, gibt es einen Bonus auf den Flugabwehrwert und dem Ausweichwert, und zwar bis zu 5% an maximaler Stufe. Und das stackt auch noch bis zu 3-mal. Wir sehen hier, dass da keine Zeit dran hängt. Das heißt beim Worten, es wird einfach besser beim Ausweichen ständig, wenn sie Schaden kriegen sollte. Das ist ziemlich cool. Und in jeder Sortie, die ersten 3 Kämpfe, wo sie dran beteiligt ist, wird die Feuerkraft und der Torpedo-Angriffskraft bis zu 15% erhöht. Das heißt beim Worten, sie... ab dem 4. Kampf tut sie deutlich weniger stark zuhauen, sagen wir mal gerade so. Ansonsten haben wir noch Lookout Support. Einmal im Kampf sollte ein anderes Schiff aus der Vanguard unter 20% der maximalen Lebenspunkte fallen, infolge von erlittenen Schaden. Dann wird von diesem Schiff eben der erlittene Schaden bis zu 50% reduziert für nächsten 8 Sekunden. Und sollte irgendein Schiff aus der Flotte eben gesunken sein, stellt sie selber bis zu 10% ihrer Lebenspunkte wieder her. Sehe ich das gerade richtig, dass sie die anderen Schiffe ausschlachtet? Oder muss ich jetzt anders verstehen? Aber irgendwie so sieht es fast aus. Das heißt, man sie wird wahrscheinlich am längsten am Leben bleiben aus der ganzen Flotte, sofern eben andere am Hops gehen sind. Alles in allem gesehen. Egal, ansonsten haben wir noch All Out Assault. Daumen hoch. So, das wären jetzt auf jeden Fall die Eventschiffe. Hier sind ein paar sehr interessante bei. Wie gesagt, ich habe persönlichen Eindruck, hier sind ein paar auf jeden Fall bei, die sich ein bisschen, ich sag mal, in den Vordergrund drängen wollen Richtung des PvPs. Auch wenn ich jetzt nicht der größte PvP-Fan bin, aber ein paar von den Skills, weil sie vor allem zeitlich so limitiert sind und weil sie eben nur kurzweilig hantieren, denke ich mir, ist das PvP gesehen vorteilhaft, sagen wir mal gerade so. Vor allem von gewissen Schiffen, die die Ausweichchance reduzieren. Wir wählen uns im PvP, das könnte durchaus ein Problem sein, wenn die Schiffe zu gut daran werden. Nee, aber ansonsten auch bei normalen Einsätzen sind die schon nicht schlecht. Das sind nicht wirklich verkehrt. Das Gute ist, wir haben ja noch das ein oder andere Sardinia-Schiff, mit dem man natürlich die Sache noch kombinieren gehen kann. Was ich wahrscheinlich tun werde. Aber hier die beiden natürlich mit ihren absurd hohen Ausweichwert, also, ne, verhältnismäßig gesehen, das ist schon nicht verkehrt. Vor allem, ich kann mir irgendwie gerade vorstellen, sie könnte man auch gut dazwischen packen, zwischen die beiden hier. Weil sie ja nicht so gut ausweicht, aber die anderen beiden weichen ja wie wahnsinnig aus. So als lebendige Schutzschilde für sie quasi. Und wir vergessen natürlich nicht in dem Zusammenhang Trentometer. Ja, sie ist ein Heavy Cruiser. Vom Meta-Fraktion logischerweise, wie alle Meta-Schiffe eigentlich sind. Hier sehe ich schon wieder sehr viel kleiner, man kann sie kaum erkennen hier fast schon. Na gut, es gab schlimmere Schiffe, aber jetzt mal viele Leute, die gute Augen haben. Was zum Henker ist er denn überhaupt? Es ist kein Drache? Es ist kein Wal? Ich meine, sie hat ein Schwert auf dem Rücken, sehe ich hier schon. Ich kann es nicht wirklich ausmachen. Mir fehlen jetzt gerade die Worte, was er darstellen könnte. Wie ein Skorpion oder Mantarochen, der hinterher fliegt. Irgendwie sowas vielleicht. Also erst, wo ich jetzt gerade dran denke. Ist egal. Wow, und sie hat natürlich wieder 4 Skills, wie die meisten Meterschiffe, muss man an der Stelle sagen. Gut, der erste Skill wäre nämlich Blade of Shattered Dreams. Wenn dieses Schiff oder irgendein anderes Schiff aus der Main Fleet Schaden kriegen sollte, haben wir eine 70% Chance, eine Special Barrage rauszuhauen. Schaden richtet sich nach der Skillstufe. Allerdings haben wir 10 Sekunden Cooldown zwischen den Aktivierungen. Mal mehr ins Schaden kriegen wir sowieso zwischendurch immer wieder, deswegen... Also das heißt, man kann sagen, alle 10 Sekunden, sofern sie im Kampf sich gerade aufhält, ballert sie halt mit der Special Barrage um sich. Das ist schon mal nice. Ansonsten, jetzt wo es gewinnt, nämlich Fury of Shattered Dreams. Die Feuerkraft des Schiffs wird um bis zu 12% erhöht. Und wenn sie eben Schaden kriegen sollte, haben wir eine 20% Chance, von diesem Schiff die Feuerkraft und der Torpedo-Angriffswert um bis zu 10% zu erhöhen. Stackt allerdings nicht. Ihr drittes Skill wäre Bulwark of Shattered Dreams. Mann, das ist die Shattered Dream Edition, ist das hier. Wenn ein Schiff aus der Vanguard-Flotte eben Schaden bekommen sollte, haben wir eine bis zu 50% Chance, ein spezielles Schild aufzubauen, was 10 Sekunden hält und bis zu 6 gegnerische Schüsse
abhält. Und das kann alle 15 Sekunden auftreten, wie es aussieht. Mhm. Und jedes Mal, wenn in der Schlacht das Schild zum allerersten Mal ausgepackt worden ist, für das Schiff, was eben das Schild erhält, gibt es einen Bonus auf den Ausweichwert, und zwar bis zu 15%. Das Einzige, was ich mir jetzt gerade vorstelle, was ein bisschen blöd ist, wenn, warum auch immer, ihr versucht gerade auszuweichen und das hinterste Schiff kriegt versehentlich Schaden und dann gibt es darauf einen Schildbonus und einen Bonus auf Ausweichen. Das wäre ein bisschen so optimal, aber ansonsten finde ich das insgesamt gesehen schon mal sehr nice. Ansonsten gibt es nämlich noch Flickering Light Trento. Naja, eigentlich ist es ein All-Out-Assault, wenn man es genau nimmt, weil dementsprechend, wie oft sie Main Gun abfeuert, gibt es eben eine Special Barrage. Nice! Zum größten Teil muss ich sagen, gefällt mir doch sehr, was ich hier gerade sehe. Aber gefällt mir sehr, was ich sehe. Wir sollten uns mal die Skins langsam ansehen. So, jetzt haben wir uns alles angesehen soweit. Es sind ein paar interessante Schiffe dabei, ganz ehrlich gesagt. Auf geht's zum großartigen Skin-Ausleihen. Weil ich habe ja rein zufällig ja hier noch zwei Gutscheine rumliegen und die werde ich jetzt erstmal einlösen. Ausgezeichnet. Fangen wir mit Roma. Okay, ich sehe auch gerade, dass er zwei verschiedene Augenfarben hat. Ist mir eben gar nicht so aufgefallen. Oder es liegt an den Haaren, die hier so ein bisschen rüberhängen. Gucken wir gleich nochmal. Und dann Taiho. Ich bin immer noch nicht der größte Fan von der Vertonung, aber das habe ich schon tausendmal, glaube ich, erwähnt. Nicht, weil ich es schlecht finde. Dummerweise erkenne ich die Stimme wieder von dem Charakter, den sie in anderen sehe. War das nicht? Ja, genau. One Punch Man. Der Tornado of Terror. Ja, deswegen. Wenn du so einen Charakter im Kopf hast und dann sie siehst, das passt irgendwie nicht ganz zusammen. Ist egal. So, das wäre eine normale Optik und es hat wirklich zwei verschiedene Augenfarben, sehe ich gerade. Oder ich habe was an Augen. Das könnte natürlich auch sein, weil ich bin farbenblind. Aber es sieht so aus, dass sie keine Ahnung, Farbe hat und so eher bläulich. Meine ich zumindest. Aber okay, packen wir mal den Drückskin aus, hätte ich fast gesagt. So, und das wäre Roma eben animiert, möchte ich beinahe sagen. Packen wir uns direkt erstmal den Login. Irgendwie habe ich gerade den Eindruck auch, dass es ein bisschen ballettmäßig am Laufen ist. So ganz kleine Schritte immer nur. Ganz ehrlich, Geschmackssache in dem Zusammenhang. Gucken wir uns direkt nochmal was an Richtung des Mails. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, aber bei ihr kommt es mir gerade so vor, lippensynchron, aber on point, würde ich mal sagen. Das ist sehr gut. Wo ich jetzt öfter bei Skins nicht so drauf geachtet habe, ob das überhaupt lippensynchron ist, was hier passiert, aber das sah gut aus. Animation ja, sehr viel Spezielles, leider ein bisschen weniger. Aber im großen Zusammenhang verkehrt. Doch, ist ganz fein. Was hat die aber auch viele Skins mittlerweile bekommen, Taiho, oder? Wahnsinn, möchte ich mal beinahe sagen. Aber ja, so sieht es standardmäßig aus. Und so eben animiert im wahrsten Sinne des Wortes. Nehmen wir mal gerade den Login hier. Der Witz ist eigentlich, weil die Katze erst da drauf gesprungen ist, habe ich es erst überhaupt richtig wahrgenommen, dass da überhaupt eine Katze ist, weil die Katze tarnt sich irgendwie sehr gut da. Aber okay, mhm. Haben wir hier noch was anderes? Scroll runter, da. Shikikan-sama, atarashi mail desu. Dokumi wa Taiho ga shikkari shitabe shite okimashita wa. Ich weiß ja nicht, aber ich bin ja doch auch jemand, der schon mal eine Katze
nicht in seinem Besitz hatte, aber eine Katze, die bei ihm rumlief die ganze Zeit. Ich glaube nicht, dass eine Katze freiwillig lange mitmacht, wie die gerade da hängt, aber es ist eine andere Geschichte. Was soll ich sagen? Taiyo, meine Damen und Herren. Lass uns noch die anderen Skins ansehen. So, das wären jetzt eben alle Skins, die neu gekommen sind in der Übersicht. Dieser wäre hier halt gerade gegeben, haben wir gerade gesehen, von Roma, von Taiho. Dann haben wir hier Giuseppe Garibaldi. Wie gesagt, das ist alles so ein bisschen Ballett angehaucht, das Ganze. Oder, ja, hier mitten im Garten rumlaufen mit Ballettschuhen. Das wird total toll. Bisschen woanders hinlaufen, schon gehend, ja. Yeah. Wie gesagt, die Optik kommt mir wahnsinnig bekannt vor. Das wäre eben jetzt auch Kitakase mal der Skin. Ich glaube, wenn man sich schon so einen Skin organisieren möchte, und der soll ja auch Geld kosten und nicht zu wenig, es wäre natürlich cool, wenn so ein Skin ja auch dann L2D wäre in dem Zusammenhang, aber gut, lass es mal so stehen. Ich glaube, das sind jetzt die Skins, die wir vorher schon alle hatten. Ausgezeichnet. So, und das wäre es eigentlich schon fast gewesen. Allerdings sehe ich hier oben, dass fast 20.000 Coins wieder rumvegetieren. Lasst uns mal ein paar Schiffe bauen, weil ich habe heute nämlich noch keine gebaut. Vielleicht habe ich ja Glück und ich ziehe vielleicht genau das Schiff, was mir noch fehlt. Gucken wir noch mal kurz. So, die meisten der Schiffe habe ich witzigerweise schon. Der einzige, was mir noch fehlt, ist tatsächlich sie. Der Rest habe ich witzigerweise vorher schon gebaut. Deswegen kann ich mir gerade sie aus dem Shop mitzuholen auch ein bisschen schenken. Und hoffen wir aufs Beste. Bam. Alles go. Davon abgesehen, dass es wieder auch Fortschritt gibt bei dem ganzen Bau hier für eben die Mission, für die Cruise Missions. Beenden wir gerade alles, sonst sehen wir die ja 100 Jahren nicht. Und jetzt geht's los. Kriegen wir was Vernünftiges. Nein. Oh. Schon wieder. Ah. Ja, Shiki-kan. Ich bin Sadia, Sensei-kan. Leonardo da Vinci. Da Vinci, bitte. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Okay. Shonen, anta ga atashi no shikika. London kyū no sueko. Oh, nazo ni tsutsumare, ano te kono te de approach shitaku naru kyūkyoku no kuromaku. Uwasa no shikikan no odemashita. Sassoku dakedo interview. Ano mae ni nanori o wasureteite shitsurei. Uchi wa Alfred Oriani. Mite no tori, journalistu da yo. Sie hat sich natürlich jetzt Alfredo Oriani genannt. Tja, nichts mit Oranje, ist ja egal. Okay, ich meine zwei Eventschiffe. Jetzt dummerweise nicht die Schiffe, die ich brauche, weil die, wenn ich sie noch einmal kriege, dann kann ich so bis Maximum Limit breaken schon auf der Schiene. Aber schade, noch nicht. Noch nicht. Aber das Gute ist ja dadurch, dass wir relativ zeitnah ja auch Schiffe leveln gehen können. Nicht nur im Dorm, sondern eben durch diese Schnelllevel-Option mittlerweile im Spiel, ist es ja alles halb so wild. Selbst wenn wir die kurz vor Ende des Events erst kriegen sollten, gar kein Problem. Ihr habt ja wahrscheinlich genug Bullens in der Ecke rumliegen und dann ist das Schiff ja, sag mal, fingerschnippenmäßig ja, mindestens auf Stufe 70 und dann ist der Rest, tja, Geschichte. So, das wäre es von meiner Seite aber erstmal wieder gewesen. Danke fürs Zuschauen und Zuhören. Das war's für Manga 3 und so viel zum Thema erstmal wieder Azulane für heute. Und ja, wir sehen uns dann, wenn ihr mögt, nächsten Dienstag wieder, wie es sich mehr oder weniger langsam wieder eingeschossen hat. Und unter Umständen werde ich auch in absehbarer Zeit auch das ein oder andere noch andere Spiel euch mal präsentieren. Mhm. Aber dazu dann zu gegebenen Zeitpunkt ein bisschen mehr. Vor allem, weil ich jetzt gerade erst wieder E-Mail gekriegt habe, dass man... Nee, genau, lass mal. Weil gerade mein neuer Rechner quasi noch nicht losgeschickt worden ist, aber im Begriff des Fertigwerdens ist. Und danach muss er noch zu mir gekommen sein und dann geht der Spaß mit der Offline wieder los und
bis ich den eingerichtet habe, beziehungsweise nicht eingerichtet, aber bis der dann auch mal wie akzeptiert wird vom lustigen Ruder, der ständig sich selber abschießt. Und dann kann ich erst dann wirklich tun und lassen, was ich möchte. Aber bis dahin, ich laufe quasi hier momentan wirklich nur auf... Ja, auf Sparflamme laufe ich die ganze Zeit nämlich nur gerade, wie ihr vielleicht festgestellt habt. Deswegen zeige ich auch kaum euch noch was von Kämpfen oder so, weil da mein Rechner jetzt ziemlich runtergespeckt gerade ist, es ruckelt teilweise ein bisschen sehr. Deswegen bald, in absehbarer Zeit, möchte ich beinahe sagen, können wir hier wirklich losschlagen. Aber bis dahin sage ich erstmal bis die Tage und ciao.